nächsten Tage. Tolle, großartige, herausragende Spiele live bei Servus TV. Welbeck, der da einen erwischt hat. Hier ist der Zusammenprall mit Romagnoli. Und wir sehen, wie sie ein bisschen leiden da. Die Hitze macht ihnen zu schaffen in Denver. Die Hitze macht ihnen zu schaffen und wahrscheinlich schon die ersten Einheiten, die ersten Trainingseinheiten, weil so wie die Trainer geartet sind, Garcia oder auch Van Gaal, die nehmen da keine Rücksicht. Also da wird beinhart trainiert und wird nicht auf dieses Spiel jetzt großartig Rücksicht genommen. Die ziehen ihr Vorbereitungsprogramm, wenn sie schon in der Vorbereitung sind, komplett durch. Und das ist natürlich, das geht schon an die Substanz. Und wenn es dann natürlich so heiß und so solche Temperaturen hat, dann wird das natürlich umso schwieriger. Wieder risikoreich, was Herrera da macht bei United. Und jetzt Welbeck mal dran vorne, aber von Mata nach wie vor nichts zu sehen. Der Spanier wirkt nicht wirklich mit bei dieser Partie. Also viele Ballberührungen habe ich nicht gesehen von Mata. Jetzt Welbeck. Wo ist Rooney? Rooney wartet zentral. Da ist die Kugel. Rooney. Das ist super. Oi. Sensationell. Wayne Rooney. Als ob wir es gerochen hätten. Als ich sagte, wo ist er? Er wollte den Ball, Wayne Rooney. 36. Minute. Ein typischer Rooney. Es ist das 1:0 für die Mannschaft, die bisher schwächer war, die nicht wirklich teilgenommen hat. Da ist das Anspiel, dann sind sie zu weit weg. Da ist keiner da, der ihn stört. Da kommt Romagnoli nochmal und Rooney dann. Das ist eine geniale Schusstechnik. Überragend reinhebelt und dann ist da hinten nichts zu machen. Der passt genau. Lukas Skorupski und das ist die Faust von Ray Rooney. Manchester United führt hier mit 1:0. Nicht wirklich verdient. Erste Chance, oder? Erster Schuss aufs Tor. Erste Chance und Rooney trifft genau. Das sieht man aber, wenn man so einen Klassenspieler, Weltklassenspieler, zu viel Raum gibt. Und die Roma war in dem Fall zu weit weg vom Ball. Und ich glaube, es war Mata, der die Vorbereitung geliefert hat. Und dann macht es Rooney genial. Schusstechnik perfekt. Und man hat es in der Wiederholung gesehen, wie schön der passt. Und Skorupski streckt sich und kommt aber nicht hin. Fantastisch gemacht, aber auch die komplette Verteidigung da nicht wirklich da. Da standen sie alle einen halben Meter, einen Meter weit weg. Keiner geht richtig ran. Hier sieht man es nochmal. Da hat er Platz. Alle bleiben sie weg. Und Rooney kann es genießen. Dann ist die Faust da. Das 1:0 für Manchester United. Das ist die Boxerfaust von Rooney. Der Vater war ja Boxer. Der Vater war Boxer, genau. Na, zu Recht. Jetzt und die nächste Chance. Da ist Mata. Mata. Wollte es ganz frech machen. Ich glaube, der hat uns gehört. Auf einmal. Jetzt ist er aufgewacht, jetzt ist er da und da will er heben, kommt nicht richtig unter den Ball und dann hat Skorupski nicht wirklich Mühe. Ja.
Rooney wirkt hochmotiviert. Rooney, geht es zum Spiel. Super Pass, super Aktion. Da ist jetzt er. Jetzt funktioniert es. Sensationell gemacht. Man braucht die Burschen aufweg. 2:0 für Manchester United. Der zweite Heber war dann erfolgreich. Kein Abseits. Und jetzt macht er es besser als noch die Minute davor. Rooney mit der wunderbaren Vorbereitung und dann diese klasse Ballannahme mit links. Der Posten hilft. Juan Mata, 39. Minute, innerhalb von 3 Minuten, 2 Tore. Manchester United ist jetzt tatsächlich da. Und da sieht die Roma, was man international machen muss, was sie verbessern müssen, bis es hingeht zur Champions League, weil da sind sie ja dabei. Und Skorupski ist geschlagen. Toll gemacht, oder? Das ist jetzt das großartig, was wir sehen. Wunderschöne Tore. Und dann die zwei wirklich gut zusammengespielt. Beim ersten Tor Mata auf Rooney und dann umgekehrt. Ein sensationeller Pass von Rooney und dann haben wir gesehen, der Wiederholung, das geht nicht schöner. Lange geschlafen, der Mata. Und dann in den letzten 5 Minuten aufgewacht. Vorarbeit von Rooney. Ein Heber, der noch nicht ganz perfekt war. Und dann der zweite, der überragend daherkam. 5 Minuten noch, liebe Zuschauer, in der ersten Halbzeit. Manchester United in den weißen Trikots führt mit 2:0. Bei diesem International Champions Cup in den USA gegen den italienischen Vertreter aus der ewigen Stadt, gegen den ISO. Bin ich gespannt, was Garcia macht zur zweiten Halbzeit. Wird sicherlich den ein oder anderen bringen, um die Chancen seiner Mannschaft zu verbessern. Kein schlechter Versuch von Herrera. Aber den Torschützen des 2:0 nochmal im Bild. Juan Mata. Manchester United ist an weiteren großen Spielern dran. Arturo Vidal soll kommen von Juventus Turin. Da ist man sehr weit wohl. Wäre natürlich eine Riesenverstärkung, oder, Michael? Absolut. Und man sieht ja schon, was der Verein will. Wenn man den Louis van Gaal verpflichtet, dann weiß man, der holt sich nur... Achtung! Muss man jetzt aufpassen. Wieder gut gelöst. Was hat er gut gemacht jetzt, Johnston? Und jetzt muss er aber schon zurückhalten. Ah, da war nicht viel, glaube ich. Iturbe, der sich da hinlegt. Vielleicht die Föhnwelle gestreift, wer nicht. Werden wir gleich sehen hier. Ja, ganz normaler Einsatz. Ist noch weit weg vom Stürmer. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich glaube, er trifft ihn nicht mal wirklich. Und dann der Griff ans Gesäß bei Iturbe hier. Alles harmlos. Aber mit dem muss er rechnen, dass der Tormann mit dem Knie voran rauskommt. Rooney kommt nicht dran. Calabresi. Calabresi.
beinahe noch ein Torwartball. Bin mal gespannt, ob er die Trinkpause da nachspielen lassen wird oder ob er rechtzeitig zur Halbzeit pfeift, der Referee. Alan Chapman, der eine gelbe Karte verteilt hat in dieser ersten Halbzeit für Arturo Calabresi. United kommt